Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Meiner Kollegin Anneke Terfehn geht bekanntlich ja nie der Atem aus. Die kann schneller reden, als jeder Cowboy schießt. Aber da sie sich in der Wellnesswoche befindet, hat sie mal geschaut, wie lang ihr Atem eigentlich wirklich ist. Anneke, dann atme doch mal tief durch. Wohlfühlen ist angesagt. Neben mir plätschert schon der schöne Zimmerbrunnen. Schröpfköpfe sehe ich hier. Also, wo bin ich? Ich bin in einer Heilpraktikerpraxis und da will ich doch mal die Frau Bödecker fragen, was man hier alles Schönes machen kann, um sich gesund und munter und wohl zu fühlen. Was kann man hier bei Ihnen machen? Akupunktur, Farbpunktur, Bioresonanztherapie, die Atemtherapie, autogenes Training und Massagen biete ich an. Das finde ich aber toll. Das sind so ganz viele tolle Sachen. Aber Bioresonanz, was ist das denn? Bioresonanz, damit kann ich testen. Damit kann ich testen, ob Unverträglichkeiten bei Ihnen im Körper sind, Schwermetallbelastung, ja, Pollenallergie, Katzenallergie. Also so allergiemäßig. Lebensmittelallergien, die sehr häufig sind. Toll. Ich habe ja, glaube ich, eine kleine Katzenallergie. Könnten wir das mal testen? Das können wir auch durchtesten, ja. Toll. Wo müssen wir hin? Was muss ich machen? Einfach mal rüber. Nehmen wir den Stuhl mal mit. Und dann setzen Sie sich einfach hier ganz bequem hin, nehmen einfach mal die Elektrode, ist das in die eine Hand. Ja, jetzt haben Sie die andere Hand nicht frei, aber Sie können das auch an den Körper nehmen. An meine Speckrolle, das muss also nur so ein bisschen an die Haut. Ist das richtig so? Das ist alles prima, klar. Was muss ich jetzt machen? Ja, jetzt halten Sie einfach die Hand hier hin und dann testen wir mal durch. Na, ich mache das jetzt ein bisschen kürzer. Wir können hier einfach mal die unterschiedlichen Tiere testen. Sind mal hier. Gegen Hund sind Sie nicht allergisch. Nö. Nö. Kaninchen ist auch okay. Ja, Katze, da ist schon eine leichte Allergie da. Es ist keine schwere Allergie, aber ist eine leichte Allergie da. Woran sehen Sie das? Also Sie haben hier auf Katze gestellt? Ich habe auf Katze gestellt und dann kann ich sehen, also das ist ja eine Schwingung. Wir bestehen ja aus Schwingungen und ich frage im Grunde nur Ihren Körper, können Sie das vertragen oder nicht? Und er gibt mir die Antwort, Katze kann ich nicht vertragen. Das sieht man oben an dem Ausschlag? An dem Ausschlag, genau. Da ist einfach eine andere Schwingung da. Es ist eine disharmonische Schwingung da. Und ich sehe hier gerade Wellensittich. Man kann auch gegen Wellensittiche? Man kann auch gegen Wellensittiche allergisch, genau. Gegen Gans, Ente, Huhn. Man kann gegen alles Mögliche allergisch sein. Genau. Das heißt, Sie haben festgestellt, eine kleine Katzenallergie. Was kann ich denn dagegen tun? Ja, das können wir ausleiten mit dem Bioresonanzgerät. Das können wir auch gleich mal ausprobieren oder gleich machen. Können wir heute auch schon mit anfangen. Da müssen Sie allerdings noch ein paar Mal wiederkommen. So mit einmal ist das nicht getan. Nee, man schleppt ja auch die Allergie ein bisschen länger mit sich. Und wahrscheinlich dauert es auch länger, die dann auszuleiten. Je nachdem, wie lange Sie das haben, wie lange wird das auch dauern. Ne? Also Bioresonanz bedeutet im Endeffekt eine Art Schwingungstherapie oder wie kann ich mir das vorstellen? Eine Schwingungstherapie, es ist einmal eine Möglichkeit zum Testen, was wir eben gemacht haben. Es ist aber auch die Möglichkeit, damit zu therapieren. Was genau passiert dann mit dem Körper? Die Schwingung wird sozusagen ausgeleitet. Das ist eine disharmonische Schwingung bei Ihnen im Körper und die leiten wir gleich mal aus. Was muss ich dazu tun? Ja, dann nehmen Sie einfach die Elektroden, die in die rechte, die in die linke Hand. Okay, ich muss mal wieder ein bisschen schummeln hier. Genau. So, das in die Hand. So, das Mikro. Das ist die Energie von der Katze. Und das wird jetzt ausgeleitet. Das schalten wir jetzt ein. Und ja, das wird jetzt ausgeleitet aus Ihrem Körper. Und danach werden Sie sich schon ein bisschen besser fühlen. Das finde ich gut, weil ich liebe nämlich Katzen. Ich liebe Katzen. Ja, genau. Das sind meine Lieblingstiere eigentlich. Wie kann man sich das vorstellen? Ist die Schwingung jetzt so kuppelig oder so? Weil normal würde ich sagen, ist eine Schwingung ja so eine Sinus-Cosinus-Kurve. Das ist eine ganz harmonische Schwingung und das ist also eine disharmonische Schwingung, wie Sie eben schon sagten. Das ist ja so eine Zackenlinie. Ich merke erstmal noch nichts. Sie merken noch gar nichts, ja. Kann aber mal sein. Sagen Leute manchmal, das ist Spinnkram und dann sagen sie aber, sie haben hier, weiß ich ja nicht, vielleicht schon Skeptiker sitzen gehabt. Was sagen die dann? Ja, die sind schon skeptisch und wenn sie dann aber den Erfolg haben, sind sie natürlich froh. Klar, wenn sie dann wieder mit einer Katze knuddeln können, dann ist natürlich super. Ne? Ja, klar. Gut, ich glaube, das fühlt sich ganz gut an. Ich fühle mich auch schon besser. Und wollen wir mal gucken, ne? Wenn ich dann das nächste Mal zu einer Katze gehe. Sie machen auch noch Atemtherapie, das finde ich auch interessant, denn ich habe Lendenwirbel-Rückenschmerzen. Kann man dazu was, also dagegen was machen mit Atemtherapie? Ja, da kann man auf jeden Fall was machen. Ich arbeite mit dem verbundenen Atmen. Das heißt, dass keine Pause ist. Normalerweise, wenn wir atmen, atmen wir ein, dann ist eine Pause und wir atmen aus. Und beim verbundenen Atmen ist diese Pause nicht da und wir atmen stärker und intensiver als sonst.
Das hört sich gut an, das will ich auch mal ausprobieren. Was muss ich machen? Mich wahrscheinlich irgendwo hinlegen? Die Schuhe ausziehen? Ja, das mache ich doch gerne. Ziehe ich doch mal eben meine Schuhe aus. So. Und dann einfach hinlegen. Legen Sie sich ganz gemütlich hier hin. Gut. Ja, zudecken ist immer gut. Die Füßchen so ein bisschen, ne? Weil die sind immer schnell kalt. So, was muss ich nun machen? So, jetzt, dass Sie sich entspannt hinlegen und einfach mal auch zum Rücken. Einfach tief einatmen? Ja, dass Sie tief einatmen, bis in die Lungenspitzen. Wo sind die Lungenspitzen? Ja, bis Sie hier hoch, ja, dass Sie richtig bis in die Schultern, ganz hoch. Dass Sie einfach wieder mehr Raum auch bekommen. Bis in die Schultern, da hat man mal das Gefühl, man müsste die hochziehen, nee, ne? Das ist nicht richtig. Genau, und ganz weit ins Becken hinein. Weil dann sind Sie ja angespannt. Atemtherapie ist auch sehr gut bei Verspannungen, bei Verkrampfungen. Ist das dann, dass das entspannt schon, weil man sich auf den Atem konzentriert? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was bewirkt das oder wie wirkt das? Das heißt, dass wir die Aufmerksamkeit dorthin geben. Und dass wir lernen, dass die Ausatmung, dass wir uns entspannen mit der Ausatmung. Oft ist es so, dass wir ausatmen und pressen, die Ausatmung pressen. Und wir lernen wieder loszulassen. Weil Einatmung ist aktiv, Ausatmung ist passiv. Das geht von ganz alleine. Und ist das sowas, was man auch täglich integrieren kann? Ja, auf jeden Fall. Sollte man sich öfter mal in seinen Alltag integrieren? Darum geht es. Ne? Die Therapie ist das Leben. Es geht darum, dass wir wieder vitaler, lebendiger sind und dass wir auch ganz anders auftreten, dass wir wieder mehr Selbstwert und mehr Selbstvertrauen bekommen. Gut, das heißt, ich atme jetzt in meinen Rücken ein bisschen ein. Genau. Wow, das finde ich toll. Liebe Leute, ich werde jetzt hier noch ein bisschen atmen, wie die Frau Bödecker mir das erzählt hat. Und mal gucken, ob ich dann morgen wieder frisch und munter bin. Wenigstens habe ich ja vielleicht eine kleine Entspannung. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Macht ihr, was ihr wollt. Ich atme jetzt.